Ja, bei Sat.1 ist das sehr spannend mit den Formaten und den Filmen, die sie benutzen. A. Werden die Filme alle etwa, also wenn man so einen Beitrag aus Galileo nimmt, der kommt mindestens 20 Mal. Ja. Der kommt dann einmal das erste Mal und dann kommt dann ein halbes Jahr später nochmal. Und dann gibt es den Spezialtag Gummibären und dann zeigt man nochmal, wie man die Gummibären macht. Und dann gibt's, ne, und so weiter. Aber das Interessante ist auch, teilweise hast du im Frühstücksfernsehen schon die Beiträge, die abends auch bei Galileo laufen. Und dann da nochmal, weil, warum nicht? Ja. Aber das ist richtig. Schon sehr spannend. Also du kannst eigentlich den ganzen Tag denselben Kram immer wieder machen. Eigentlich müsste man sich nur eine Folge Galileo aufnehmen und die Dauer laufen lassen. Ja. Und ab und zu irgendwie... Vor allem laufen die Folgen dann auch nochmal, dann laufen die Folgen auch nochmal auf N24. Ja, ja, genau. Im Grunde die gleichen Berichte sind das ja dann im Grunde. Und Hitler-Doku. Ja, ohne Ende. Obwohl bei Hitler-Dokus ist ZDF Info ganz vorne mit dabei. Das stimmt. Naja, Hitler geht immer. So, während du das hier fertig machst. Ja, ich bin auch gleich fertig. Ich warte jetzt nur noch auf ein paar, Construction Components und dann ist er schon fertig im Grunde. Ich kann nicht so viel machen gerade, deswegen mache ich mal was. Welcher Handwerker essen am meisten? Maurer, die verputzen ganze Häuser. Oh, Alter. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Was machst du da gerade? Schlechte Witze vorlesen. Oh, ernsthaft? Dann weiß nicht. Fallen zwei Tafeln Schokolade die Treppe runter. Sagt die eine, aua, ich habe, glaube ich, all meine Rippen gebrochen. Sagt die andere, na und? Ich bin voll auf die Nüsse gefallen. Oh. Die tut schon weh. Ja, das ist schon scheiße, ja. Was sitzt auf die Leute können dich ja einfach, mal über den Sound aus. Ja, genau. Ich muss mir das hier antun. Was sitzt auf dem Baum und macht aha, aha, ein Uhu mit Sprachfehler? Oh. Sagt der Skateboardfahrer zu seinem Board, ich stehe auf dich. Aha, aha. Fragt die Hose den Gürtel, sag mal, schnallst du es auch richtig? Aha, aha. Ey, wer lacht über sowas? Jetzt mal ernsthaft. Keiner. Wer findet das wirklich ernsthaft lustig? Kann mir doch keiner erzählen. Wie war die Stimmung in der DDR? Naja, die hielt sich in Grenzen. Das sind auch keine Witze. Das sind einfach schlechte Geschichten. Ja. Ich habe gerade versucht, bei Spider-Man anzurufen, aber er hatte kein Netz. Welches Getränk trinken Firmenchefs? Leitungswasser. Oh Gott, Alter. Was ist braun und schwimmt unter der Wasseroberfläche? Ein U-Brot. Ein U-Brot. Verstehste? Verstehste? Wegen U-Brot und so. Ja. Wie heißen die weiblichen Schönheiten von Mallorca? Malediven. Nee, Terminal is not connected to any ship. Nee, aber es geht doch auch hier. Muss ich das erst noch mit dem Reaktor oder so? Nein, nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht geht das nicht auf Plattform. Doch, doch. Im Wiki steht, dass das auch auf Plattform geht. Okay. Und vielleicht muss ich das Ding erst noch mit einem... Nee, der Reaktor strahlt ja so schon Energie ab. Und alles andere, was auf der Plattform ist. Vielleicht musst du das irgendwie... Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Warte mal. Schallplatten.
Nee, das geht schon mal. Das ist ja schon mal was wert. Aber es ist alles Geld. Sollte das nicht grün sein? Was denn? Ja, ja, hier die Lichter an den Dingern. Die sind alle Geld. Ja, ja, eben. Das ist ja das, was ich schon will. Nee, die sind nicht... Doch, die sind alle Geld, ne? Ja. Ist auch das eine, das direkt an dem Assembler sitzt. Pass auf, anderer Plan. Aber im Grunde der Conveyor, der muss doch das irgendwie miteinander verbinden. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja im Grunde wie so ein T-Stück. Ja, ja. Jetzt ist nämlich auch rot. Jetzt steht der Conveyor da wieder, jetzt sind sie gelb, die Lichter. Ja, also dass er weiß, dass das schon was ist, das funktioniert, aber... Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Ja. Gleich, ich kann, wenn ich hier ins Inventar von dem Assembler gehe, kann ich direkt die Sachen in das Inventar vom Large Cargo Container schieben. Ja, dann funktioniert es doch im Prinzip. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie es automatisch geht. Das ist das. Alter. Keine Stahlplatten. Aber ist ja egal, solange wir die Sachen auch meinetwegen manuell da hin und her schieben können. Ja, theoretisch ist das wurscht, aber... Du kannst jetzt halt an jedes Inventar rangehen. Mhm, richtig. Aber es wäre beim Schiff schon praktischer... Wenn es automatisch ginge, genau. Ja. Oh, wir haben kein Eisen mehr. So, Automatic Transfers. Jetzt fehlen mir die Construction Components, meine Güte. Was die Bohrer alles haben wollen. Ich glaube, ich sollte mal dann ein bisschen Eisen farmen, wa? Ja. Oder haben wir noch, ja, Eisen drin und der muss nur noch schmelzen? Kann ja auch sagen. Nee, haben wir nicht mehr, glaube ich. Nee. Na dann. Ja, mit dem automatischen, da muss ich mich dann nochmal auseinandersetzen. Mit. Vielleicht geht das nicht auf Plattformen, das kann ja sein. Eigentlich müsste das auch auf Plattformen gehen. Weil die Plattformen bauen ja normalerweise nichts ab. Nee, aber trotzdem, das ist ja einfach ein Conveyor, ist ja einfach nur ein. Ein Conveyor ist einfach nur ein wie heißt denn das? Börderband. Ja, ja, stimmt schon. So. Wie mache ich die Dings an, die... Ah. Y. Ja. Wie fliegt man nach oben? Ah ja, der hat das alles gemacht.
Leertaste und mit C fliegst du nach unten gerade. Ja, sehr schön. Mit Strom für 2 Tage, das ist doch mal eine Hausnummer. So, guck ich mal, wo ich Eisen finde. Ach, hier. Ich sortiere mal so ein bisschen unser Cargo-Behälter. Ja, nochmal. Da ist auch irgendwo ein Planeten, wo du oberirdisch Eisen gefunden hast, ne? Ja. Warte, ich lade mich nochmal auf und dann fliege ich da mal hin. Müsstest du mich ja eigentlich. Nee, im Schiff kann ich dich nicht sehen. So. Wieso zeigt der mir denn nichts an? Muss nah genug dran sein. Oh, ich glaube, da hinten sehe ich Eisen. Hier sehe ich von hier zum Beispiel schon alleine, wenn du runterspringst von. Ja, das habe ich auch gesehen, aber das ist glaube ich relativ tief drin. Das wäre mir zu viel Arbeit. Hier ist das glaube ich ganz gut. Ne, hier ist zum Beispiel schon mal einer. Ne? Ja, hier der ist auch gut. Wo bist du denn? Ja, hier so. Such dich gerade. Ach, da bist du. Das ist perfekt, das ist direkt oben an der Erde. Okay, das ist recht. Also wenn jemand eine Ahnung hat, der das hier sieht, wahrscheinlich ist das dann schon ein paar Tage her, aber wenn ich das, ja, vielleicht kriege ich es ja trotzdem nicht auf die Reihe, ja. Und dann wäre es halt echt super, wenn jemand da ein bisschen Plan von hat und mir mal vielleicht in den Comments erklärt, warum mein Conveyor System nicht automatisch funktioniert, wo mein Fehler liegt. Das ist bestimmt irgendwas, das wäre wirklich, was einfach, ja, wahrscheinlich. Ja. Wann ist denn die Folge vorbei? Das hast du gar nicht mehr angesaugt. Nö, ist richtig. Das ist ja so. Ach so, meinst du? Ich hatte neu gestartet, als wir über Sat.1 geredet haben. Jetzt ist es 15 Minuten. Ach so. Hier ist nämlich. Nee, das muss gar nicht sein. Auf deinem Schiff hier, mit dem du hier rangekommen bist, ist nämlich auch ein Conveyor System. Ja. Da ist auch nichts grün. Okay. Vielleicht ist das nur grün, wenn es auf automatisch geschaltet wird. Also rot funktioniert nicht, gelb, ja, kannst du gerne hin und her schieben.
rot, ich grün, ich schieb alles automatisch. Wieder relativ viel verloren bei dir da. Ich glaube ja. Dann habe ich nämlich jetzt mal eine Idee. Ja. Weil auf deinem Schiff hier ist nämlich ein Collector. Achso, du willst da dann drauf bauen? Nee, ich komme jetzt zu dir geflogen damit. Ich fliege aber jetzt zurück. Ja. Aber dann kannst du ja da drauf bauen. Dürfte schon wieder einiges an Tonnenwerk aufgesammelt haben. Hoffe ich einfach mal. Es ist schon ein schickes kleines Raumschiffchen, da machen wir uns nichts vor. Oh! Was denn nun? Hab nicht aufgepasst. Heißt? Ich hab nicht aufgepasst. Du hast das Raumschiff kaputt gemacht. Nee, nicht ganz. Funktioniert noch. Es hat halt eine kleine Delle und ich bin tot. Ich sehe, was du... Naja, das macht ja nichts. Eine Delle, das ist nicht so schlimm. Nee. Wenn du jetzt voll in das Raumschiff geflogen wärst, das wäre ungünstig gewesen. Naja, oben ist das Raumschiff auch so ein bisschen zerdellt. Naja, das Raumschiff, ich rede ja von dem... So. Von dem neuen. Delta One im Landeanflug. Delta One landet. Delta One setzt auf. Delta One kurz vor Aufsetzen. Findet aber gerade die Controls nicht um die blöden. C nach unten. Ja, nee, ich will ja die Landing Gear anschalten. Achso, jetzt geht das. Okay. Und we have a docking. Bling. Ja, jetzt musst du ihn nur locken. Ja, bin ich dabei. Locked and loaded. Und dann können wir den Small Reactor einfach ausschalten. Off. Oh, nee. Das geht nicht. Achso, wir haben auch mehrere. Ja. Läuft. So. Den linken habe ich schon leer gemacht, was das Eisen angeht. Okay. Und den rechten jetzt auch. Okay, wie viel waren? Insgesamt auf der einen Seite 7,5, auf der anderen Seite 8,5 Tonnen. Ja, das war schon mal neu angefangen. Haben wir noch einer. Dun, 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 dun. Der zweite Assembler ist nicht angeschlossen, gerade aber auch. Wie, der ist nicht angeschlossen? An dem Conveyor-System. Na klar. Zwei, oh ja, das ist er, aber der hat ja auch noch genug. So. Dann. Kann man auch hier rausnehmen? Oder? Nee, komm mal. Der eine macht jetzt nur Steel Plate, soll das so sein? Ja, wir brauchen eine ganze Menge davon. Alles klar. Was hast du hier hingeschoben? In den Large Cargo Container. Du kannst von dem Inventar hier, kannst du jetzt auch runter scrollen und dann da rausnehmen. Jups. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Das ist ein Traum. Soll ich noch weiter irgendwas farmen gehen? Keine Ahnung, ob wir jetzt noch was anderes brauchen. Warum bin ich denn schon wieder tot?
Weiß ich. Warum sterbe ich denn ständig? Denn da immer? Wenn nichts richtig. Vielleicht ditche ich einfach ungünstig auf irgendwelche Ecken auf. Das kann sein. Die scharfkantige auch. Nee, wir haben kaum noch Silikon. Ja. Wir haben kaum noch Gold. Magnesium haben wir noch 0,18 Kilo. Platina 0,14 Kilo. Kobalt haben wir noch 4 Kilo. Das ist alles nicht mehr so wenig, nur so Fülle. Nee, das stimmt. Ich glaube, jetzt kannst du ein bisschen rumfahren. Ja, dann mache ich mich nochmal auf den Weg und fahre mir ein bisschen. Und bring Uran mit, wenn du willst. Ja, ich mach einfach mal. Weil Uran ist. Brauchen wir, glaube ich, für das kleine Schiffchen hier so 2-3 Kilo.